ProSieben strahlt Missbrauchsdoku über Michael Jackson aus. Glühende Fans streiten die Vorwürfe als freche Lügen ab. München, was James Sefcak und Wade Rabzan in der Dokumentation Leaving Neverland berichten, ist Tee nur schwer zu ertragen. Über Jahre soll Michael Jackson sie als Kinder sexuell missbraucht haben. Jetzt kommt die Doku ins deutsche Fernsehen, zum Entsetzen der Jackson-Fans. Das Denkmal für Michael Jackson vor dem Bayerischen Hof in München spricht eine deutliche Sprache. Innocent steht da auf Fotos des King of Pop. Denn für viele Jackson-Fans ist die Sache ganz klar, die heftigen Missbrauchsvorwürfe gegen ihr Idol, die in der Dokumentation Leaving Neverland erhoben werden, sind aus ihrer Sicht nichts als Lügen. An diesem Samstag, 6. April 20 Uhr und 15 Minuten, bringt ProSieben den brisanten Film von Regisseur Dan Reedy ins deutsche Fernsehen. Darin erzählen James Sefcak, 41, und Wade Rabzan, 36, schockierend eindrucksvoll und in schwer zu ertragenen Details, wie der 2009 gestorbene Sänger sie als Kinder missbraucht haben soll. Ich kann entweder ihn anschauen, wie er masturbierte, oder Peter Pan, sagt Rabzan in der Dokumentation. Angefangen habe der Missbrauch, als er erst 7 Jahre alt war. In Paris zeigte er mir, wie man masturbiert. Damit fing es an, sagt Sefcak. Jackson soll sich überall auf seiner berühmten Neverland Ranch an ihm vergangen haben soll. Es klingt krank, aber es weh. Wie in einer frischen Beziehung, sagt er. Seine Hände zittern, wenn er erzählt, wie Jackson ihm Schmuck für sexuelle Gefälligkeiten geschenkt haben soll. Beide Männer berichten von Eifersucht, weil sie gegen jüngere Kinder ausgetauscht worden sein sollen, als sie selbst älter wurden. Robsons Mutter spricht von einem Muster, alle 12 Monate hatte er einen neuen Jungen an seiner Seite. Brisante Dokumentation zeigt intime Einblicke in Michael Jacksons dunkelste Seite. Über Leaving Neverland spricht die Welt, sagt ProSieben-Chefredakteur Stefan Waupel. Kindesmissbrauch ist eins der größten gesellschaftlichen Tabuthemen unserer Zeit. Kirche, Künstler und andere haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder das Schweigen ihrer Opfer erkauft. Deshalb zeigen wir Leaving Neverland. Begleitet wird die US-Dokumentation am Samstagabend von einer eigenen ProSieben-Sendung. Opfer, Wegbegleiter, Fans, Freunde und Kritiker Jacksons sollen darin zu Wort kommen. Mir fehlen die Worte, sagt die Frau, die sich seit Jahren hingebungsvoll um das Münchner Jackson-Denkmal kümmert, ihren Namen aber nicht mehr in den Medien lesen will. Denn mein Herz schlägt ganz anders als das der Presse. Sie ist Vorsitzende eines Vereins, der sich MJS Legacy nennt und für Michael Jacksons Erbe zuständig fühlt. Sie spricht von einer Lynchjustiz der Medien. Wohin, so fragt sie, kommen wir denn, wenn über Schuh LD und Unschuld nicht mehr in Gerichtssälen geurteilt wird, sondern in Dokumentationen. Die Justiz, so betont der Fan, habe Jackson freigesprochen. In Fanforen im Internet werden die Protagonisten des Films teils wüst beschimpft. Jacksons Unschuld. Die ist dort keine Vermutung, sondern Gewissheit.
In Köln demonstrierten Fans am Wochenende gegen die Ausstrahlung der Dokumentation. Warum unterstützen Fans den King of Pop auch nach den Vorwürfen? Ein solches Verhalten sei ganz typisch, sagt der Würzburger Professor Harald Lange, Gründer des INSTITUTs für Fankultur. Fans beurteilen ihr Idol, ihren Star, ihre Mannschaft nicht rational, sondern aus einer emotionalen Perspektive heraus. Eine rationale Einschätzung könne man nicht erwarten. Fans haben eine rosarote Brille auf, ähnlich wie in der Liebe. Der Fall Jackson hat auch die Frage aufgeworfen, wie nach den neuen Vorwürfen umzugehen ist mit dem Werk des wahrscheinlich größten Popstars aller Zeiten. Der Intendant der Bundeskunsthalle, Rhein Wolfs, verteidigt die jüngst gestartete Ausstellung Michael Jackson, On the Wall. Gerade jetzt nach dem Bekanntwerden neuer Missbrauchsvorwürfe ist es wichtig, sich mit dem King of Pop auseinanderzusetzen, sagt er. In München steht die Zukunft des Jackson-Denkmals nach Angaben der Regierung von Oberbayern nicht in Frage. Die Regierung duldet es, dass der Fanverein das Orlando de Lasso-Denkmal zu einer Jackson-Pilger-Statue umfunktioniert hat. Die Missbrauchsvorwürfe sind nach unserer Kenntnis nicht bestätigt, sagte er. In Sprecher auf Anfrage Mitte März. Wir sehen deshalb derzeit keine Veranlassung, die Duldung zu WI. Der Rufen.